Kommen wir zum letzten Vortrag. Ich gehe mit Demut einen Schritt zurück, weil jetzt kommen 50 Jahre Berufserfahrung auf die Bühne. Und das meine ich nicht negativ, sondern definitiv positiv. Der Vortrag ist Nomuda, Ansatz und digitale Prozesssteuerung auf Lean-Baustellen in Österreich. Ich darf auf der Bühne begrüßen Reinhard Egger und Thomas Pech. Reinhard Egger, seit 3 Jahrzehnten in der Bauindustrie unterwegs, ursprünglich aus dem Bereich Arbeitsvorbereitung und Kalkulation, seit 2 Jahren in der Geschäftsführung von Gerstelbau und den Herrn Thomas Pech, seit 20 Jahren in der Baubranche unterwegs, kommt ursprünglich aus dem Bereich Bauleitung und Projektleitung und ist seit einem Jahr gewerberechtlicher Geschäftsführer von Gerstelbau. Kurz ein paar Zahlen zur Firma Gerstelbau, vielleicht gehen Sie auch nochmal drauf ein. 320 Millionen Umsatz, also auch da ein größeres Bauunternehmen. 1150 Mitarbeiter, das ist schon eine beeindruckende Größe. Spezialgebiet ist definitiv der Wohnungsbau, rund Großgebiet Wien. Und eben seit 4 Jahren beschäftigen die beiden Herren und auch das Unternehmen sich sehr, sehr stark mit dem Thema Lean und BIM und möchten uns einen Einblick geben heute unter der Überschrift Nomuda. Ich bin gespannt und warte drauf, bis die Lösung aufgedeckt wird, was Sie da umgesetzt haben. Dankeschön. Dankeschön, ein herzliches Grüß Gott meinerseits. Die Firma ist bereits vorgestellt. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Gerstel und der Herr Pech ist der gewerberechtliche Geschäftsführer. Er ist 22 Jahre im Unternehmen und ich 28 Jahre. Die Firma Gerstel ist jetzt mehr als 100 Jahre alt. Wir beschäftigen uns wesentlich mit Wohnbau. Wir haben auch noch regionale Töchter, die so circa zwischen 2000 und 2300 Wohnungen im Großwohn haben wir immer jedes Jahr im Bau. Was für uns wichtig war, Gerstel zu digitalisieren, wir haben begonnen vor 5 Jahren. Das war für uns war mal ganz wichtig, der Prozess, der Ablauf. Mit der Firma Sablono möchte mich auch hier bedanken für die Mitarbeit und die Zuarbeit. Dann mit Planradar, hier mit Planradar wird die Verfolgung und die Abwehr von der Übergabe Mängelbehebung bearbeitet. Nevares und Success ist die Kalkulation Arbeitsvorbereitung, Abrechnung, jetzt auch mit BIM. Das heißt, wenn wir ein Bauvorhaben beginnen, wird alles in 3D-Modellen bereits aufgelöst und auch aus 3D die kompletten Massen bezogen. Dann gibt es noch unsere interne Digitalisierung vom Bautagebuch, das uns sämtliche Stundennachweise automatisch bringt. Es gibt keine Stundenaufzeichnungen, das bringt uns alles das Bautagesbuch, das täglich vom Polier und seinen Mitarbeitern geführt werden. Und das jüngste Projekt ist unser Wohnungskonfigurator. Hier können Sie Bauleistung auf der Plattform für uns bestellen, nur für Wohnungen. Das beginnt mit einer Leistung von 1.000 Euro und kann bis 200.000 Euro gehen. Wir schauen uns das gar nicht an. Sie geben Ihre Parameter ein. Wenn sie fertig ist, steht der Preis dort und 72 Stunden später bekommen sie von uns eine Nachricht, wann wir beginnen und wann wir fertig sind. So, zur Einleitung. Wir haben immer festgestellt, dass die Bauvorhaben immer komplexer werden und dass die Bauzeitenpläne mit MS Project mit bis zu 3000 Vorgängen nicht mehr ausreichen und haben uns hier auf die Suche gemacht, uns was zu finden, was gibt es am Markt und wie ich schon eingangs erwähnt habe, haben dann Sablono gefunden, die uns unterstützt haben. Gefunden haben wir es, das war ganz über YouTube. Ich habe so lange gesucht und bin dann so zu Sablono gestoßen und so hat es uns in erste Gespräche gegangen und wir sind nach 6 Monaten bereits auf einer Baustelle, haben wir begonnen damit. Wir haben auch gesehen, im Rohbau, in diese Losgrößen, das ist nur überschaubar, wenn der Polier rausschaut, der weiß, ob die Decke, die Wände stehen. Das Problem ist, im Ausbau zu sehen, weil unsere Losgrößen sind ungefähr zwischen 150 Wohnungen, das größte war auch 802 Wohnungen hergestellt, wie ist in jeder Wohnung der Fertigstellungsgrad. Und wir haben die Wohnungen aufgeteilt in 30 bis 35 und jetzt sind wir bei 42 Arbeitsschritten. Vorangeht, wenn Sie sowas implementieren, ist wichtig die Teambildung, das Mitnehmen der Mitarbeiter, auch das Begegnen im Team mit Respekt und Achtung, auch wenn die Interessen immer anders gezielt sein, dass man hier alle mitnimmt. Wir müssen auch den Architekt, die Sonderfachleute und vor allem auch unsere Nachunternehmer mitnehmen. Nur dann, wenn das funktioniert, dann wird sich auch der Erfolg einstellen.
Wir haben bereits 2010 begonnen, wussten nicht, dass es Lean gibt und dass wir Lean gemacht haben. Wir haben das aber noch analog gemacht, auf Excel-Listen mit einem Last-Planner-System. Das haben wir mal selber entwickelt und haben gesehen, wir müssen hier weiter. Vielleicht noch kurz eine letzte Folie. Wir haben das auch überprüft. Welche die Haupttätigkeiten, das sehen Sie hier, da waren auch wir verwundert, eigentlich 31% ist die Haupttätigkeit, für was eigentlich das Entgelt bekommt. Und wenn Sie hier schauen, vom 19, von Abwesen und Sonstiges, das hat uns dann fast erschreckt, wie viel Zeit wir verlieren und natürlich dazu der Geld monetär ist verlieren. Wir haben uns festgestellt, wir müssen hier auf 60% kommen. Und das kann man nur mit einer integrierten Lösung. Und da ist entstanden bei uns das Projekt Nomura. Das habe ich gelesen aus Toyota, aus dem Japanischen. Und Nomura heißt, bitte keine Verschwendung, fort. Und jetzt möchte ich übergeben an Kollegen Pech, der für Sie das Beispiel, wir arbeiten 3 Jahre damit, aus der Praxis Ihnen das vorstellen kann. Dankeschön. Danke, Reinhard, für deine Einleitung. Ich glaube, ich brauche mich nicht mehr weiter vorstellen, das hat der Reinhard schon erledigt. Ja, wir haben, wie gesagt, grob vor 3 Jahren begonnen, am digitalen Bauablauf, speziell eben für den Ausbau, uns zu designen. 2010 hat es, ich hoffe, man kann was lesen, 2010 hat es noch so ausgesehen, eben in der Excel-Liste, um das Gewerke, der Gewerkezug unterhalb der Kalenderwochen in der jeweiligen Projektstruktur angehängt. Das Problem hierbei ist, man kann sehr schlecht Bufferzeiten erkennen und der Einsatz für jedes Gewerk ist auch nicht auf einen Blick ersichtlich. Der Lean-Ansatz ist, glaube ich, allen in dem Raum bekannt. Ich möchte jetzt auf die grundlegenden Dinge gar nicht eingehen. Nur was wir in den letzten Jahren gesehen haben, was ganz, ganz entscheidend ist und vom Projekterfolg abhängig ist, ist die Teambildung, die der Herr Ecker bereits erwähnt hat. Und da ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Professionistenbesprechung, die wöchentliche, wie gesagt, wir machen das seit 10 Jahren und auf allen Baustellen, an denen wir das angewandt haben, die waren auch erfolgreich. Ja. Man muss die Leute abholen, man muss die Partieführer mit einbeziehen in die Planung des Ablaufs. Ja. Es hilft nichts, wenn man irgendwo in seinem Container sitzt, am Bauzeitplan aufstellt, egal mit welchem System, egal mit welchem Programm, und das einfach nur per Mail verteilt an die Chefs, an die Bauleiter, an die Projektleiter, wie die auch immer heißen. Und der Mann vor Ort draußen kriegt es meistens gar nicht mit und wenn er es bekommt, sagt er, das ist alles ein Blödsinn, es funktioniert nicht. Darum haben wir den Weg versucht, anders zu lösen. Was hat es dann uns für Nutzen gebracht? Wir hatten weniger Feuerwehraktionen, sprich, wir konnten besser agieren, wir mussten nicht immer nur reagieren. Es gibt bei uns einen stabileren Bauablauf, also es gibt bei uns kein Gewerk, was auf eine Baustelle kommt, die wieder fahren muss, weil eine Vorleistung nicht erbracht ist. Wenn es Probleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann wissen die das vorzeitig. Wir ersparen uns Wege, Transport und natürlich den Einsatz von menschlichen Ressourcen. Letztendlich, wozu führt das Ganze? Natürlich zu kürzerer Bauzeit und im Endeffekt zur Reduzierung der Kosten. Wir haben uns dann eben auf die Suche gemacht nach einer digitalen Unterstützung, haben da die Firma Sablono gefunden, die auch eine Webplattform und eine mobile Anwendung anbietet, wo man quasi in der Webplattform den Ablaufplan komplett frei modellieren kann. Ja. Also da ist man überhaupt nicht eingeschränkt in der, im Design seines Prozessmodells. Und man fügt die Gewerke, also in Sablono heißt Teams, hinzu und das Prozessmodell wird auf die Gewerke aufgeteilt. Und es ist just in time sozusagen, jedes Gewerk sieht sofort die ihm zugeordneten Tätigkeiten. Und auch, wenn es einmal wo schneller geht, sprich, wenn eine Tätigkeit noch gar nicht für ihn zur Ausführung geplant wäre, aber alle Vorleistungen sind erbracht, sieht er auch, okay, es ist zwar noch nicht Zeit, das zu machen, aber ich könnte schon. Sprich, habe ich Ressourcen frei, die ich nirgends woanders einsetzen kann, kann ich schon eine Leistung vorziehen. Umgekehrt, wenn es auf der Baustelle Probleme gibt in einem gewissen Bereich, wohin kann ich ausweichen? Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass jedes Gewerk einmal am mobilen Gerät nur seine Aktivitäten sieht, damit er nicht überfordert ist mit zu viel Information. Und das GU-Team sieht natürlich in jeder Wohnung oder in jedem Projektelement alle Aktivitäten und hat sofort den Überblick. Ich sage, das Ganze funktioniert dann auch mit manuellen Auswählen am mobilen Gerät oder eben einen QR-Code abscannen. Der QR-Code hat für uns auch den Vorteil, dass er auch zur Orientierung auf der Baustelle dient.
speziell in diesen Wohnbauten mit 10, 12 Regelgeschossen übereinander, wo jede Wohnung gleich ausschaut, verliert man selber oft den Überblick und weiß gar nicht mehr, in welcher Wohnung, in welchem Stockwerk bin ich überhaupt. Also das hat auch den Effekt, dass man sich auf der Baustelle besser orientieren kann. Die Webplattform selber ist sehr intuitiv, sehr einfach gehalten, selbsterklärend, also entweder ein neues Projekt anlegen oder man steigt in ein vorhandenes Projekt ein. Gibt es von uns die zwei Übersichten, die wir sehr stark nutzen. Einmal die Projektübersicht, wo man vom Blick gleich sieht, wie wird die mobile App gemeldet, wie kommen die Rückmeldungen, wer hat wann was gemeldet. Also wenn ich da jetzt auf einen Benutzer draufklicke, sehe ich auch nicht nur, wann er eine Rückmeldung gegeben hat, sondern was er gemeldet hat. Die zweite Übersicht ist die Leistungsübersicht mit der Soll-Ist-Kurve, wo man immer sieht, inwieweit der tatsächliche Fertigstellungsgrad vom geplanten abweicht oder erfüllt. Und in dem Zusammenhang auch, ich kann das schlecht lesen, ich mache es größer, die Projektelemente im Verzug. Ja. Ich brauche nicht mehr tagelang auf der Baustelle herumlaufen und schauen, wo ist welches Gewerk im Verzug, wo ist am hinten, wo müssen wir die Schrauben ansetzen, sondern mit zwei Klicks sehe ich, okay, bei diesen 54 Projektelementen kriege ich sofort gefiltert die Ansicht, da gibt es ein Problem. Dann kann ich sofort reagieren und spezifisch muss ich nicht in 800 Wohnungen bei unserem größten Projekt durchlaufen, sondern kümmere mich nur, unter Anführungszeichen, um die 54, wo es Probleme gibt. Das Lean Board ist auch ein sehr gutes Werkzeug auf der Homepage, also quasi auf der Webplattform. Spricht, schaut ähnlich aus, dem, was wir vorher gesehen haben. Ich kann eben auch gewisse Filter setzen, um meine Ansichten verändern, nach Struktur oder jedes einzelne Projektelement oder auch nach Gewerken filtern. Ich sehe sofort den Status jeder einzelnen Aktivität, also grünes Häkchen, Leistung abgeschlossen, roter Kreis wäre noch nicht begonnen. Das Einzige, was wir jetzt als leichte Kritik anbringen müssen, ist, dass, das kommt dann später, Entschuldigung, weil im Leanboard noch ganz entscheidend, es läuft nicht so, wie man es sich vorgestellt hat oder wie man es ursprünglich geplant hat. Man muss auch während dem Prozess eingreifen können und das macht man auch im Leanboard, wo man einzelne Aktivitäten herausgreifen kann, ganze Gruppen und sofort neue Ausführungstermine festlegen kann. Das synchronisiert sich sofort, sobald man es veröffentlicht, die Änderung mit der mobilen Version und das ausführende Werk sieht sofort die neuen Termine. Umgekehrt auch, wenn ich arbeite auf der Webplattform und der Gewerk gibt Rückmeldungen, sehe ich sofort, ist erledigt. Das Einzige, was für uns jetzt in dem Leanboard noch gefehlt hat, ist die Darstellung des Verzugs. Wir haben uns dann über die CSV-Schnittstelle von Sablono eine eigene Visualisierung programmiert, haben die Nomura getauft, wo man die Farben entsprechend den Gewerken, also die Farben der Aktivitäten entsprechend den Gewerkezuordnung. Ich mache es ein bisschen größer nochmal. Hier sieht man für uns, also für uns ist diese Übersicht war die maßgebend, damit wir selber beurteilen können, auch als Grundlage für die Positionsbesprechung, wo steht das einzelne Gewerk, wo steht die gesamte Baustelle. Man sieht, je nachdem, welcher Filter eingeschaltet wird, welcher Struktur gefiltert ist, wie weit ist der Leistungsfortschritt wirklich in dem Fall 8 von 9 Projektelementen im jeweiligen Geschoss, ist die Heizung verlegt. Weißes X bedeutet Leistung pünktlich abgeschlossen, rotes X im Verzug abgeschlossen. Und auch bei der ursprünglich geplanten Tätigkeit sieht man die Tage des Verzugs angezeigt. Und das ist der zweite entscheidende Punkt auch nochmal für uns gewesen, wo wir gemerkt haben, man muss die Leute einbeziehen in die Planung und man muss ihnen auch ein Feedback geben. Es hilft nichts, wenn man ihnen eine App zur Verfügung stellt und sagt, melde da deine Aktivitäten, sag, wann du was erledigt hast, wann was fertig ist. Und das verschwindet in der Blackbox und die sehen nie wieder was davon. Ja? Also eben unsere Visualisierung eben im 6-Wochen-Takt, ausgedruckt auf A3, das passt meistens auf eine A3-Seite hin, ja, ist dann immer die Grundlage für die wöchentliche Positionsbesprechung, wo durchgegangen wird, warum ist nicht fertig geworden, warum hast du die Zusagen nicht eingehalten von der vorigen Woche, was ist passiert, was können wir tun, was müssen wir verändern, damit wir den Verzug aufholen und das wieder auf Schiene bringen. Und das ist, glaube ich, eines der Erfolgsgeheimnisse, warum es bei uns so gut läuft. Ich sage, das sieht man jetzt noch schnell ins Code. Zum Abscannen von der App, dient eben zur Orientierung auf der Baustelle auch. Ich hoffe, man kann was erkennen. Die Ansichten sind sehr übersichtlich. Wie gesagt, sieht man links die GU-Ansicht, hier sieht man auch schon den roten Kreis mit verfügbar. Ja, das heißt, da weiß das Gewerk, es kann die Aktivität starten, auch wenn es vielleicht noch nicht im Plan war. Beziehungsweise, was leider auch ab und zu wieder vorkommt, Rückmeldungen geben, sprich
Es kommt vor, der Trockenbauer meldet, Trockenbauwand geschlossen, Estrichleger kann beschütten beginnen, Estrichleger geht rein, die Trockenbauwand ist zwar zu, also stimmt, er ist fertig mit dem Schließetrockenbauwand, aber das Restmaterial liegt noch immer drum, kann der Estrichleger keine Beschüttung machen. Es kann dann, wenn es notwendig ist, eine Meldung machen, ich kann nicht starten, die Meldung kann er dem Estrichleger zuordnen, bekommt der Estrichleger sofort, bekommen wir auch als GU, und man hat auch dann Übersicht, auch die Meldungen sofort, aha, da ist etwas. Viele sagen jetzt wahrscheinlich, ja, ihr wollt gar nicht mehr mit den Firmen reden, nein, das ist nicht richtig, ganz im Gegenteil, wir wollen die Kommunikation mit digitaler Unterstützung fördern und verstärken. Nur so ist der Bauablauf möglich für uns. Das war das erste Projekt, der Kapellenweg, war ich selbst Projektleiter, wo wir Sablono und unsere Vision als erstes eingesetzt haben. Leider nicht von Beginn an, sondern erst im Ausbau dann bei der Stiege 4. Das war der größte Bauteil. Und Sie sehen schon in den Zahlen, es war ein recht knackiger Zeitplan für die Größe dieses Projekts. Es waren 28.000 Quadratmeter Nutzfläche und nochmal, was man auf dem Bild nicht sieht, 10.000 Quadratmeter Tiefgarage noch dazu. Also das war doch eine kleine Herausforderung in der Zeit. Und wir haben die letzte Stiege 4, für die letzte Stiege 4 hatten wir nur 31 Wochen Zeit für den Ausbau. Und mit Ausbau, das fängt bei uns an, in dem Moment, wo unsere Mannschaft reingeht, den Beton nachzusanieren, bis zur Schlussreinigung. Das heißt, wir haben 132 Wohnungen in 31 Wochen ausgebaut, fertiggestellt. Und wenn man das unterbricht, sind das 1,2 Arbeitstage pro Wohnung. Kopf. Spricht für sich. Aktuelles Baustelle, was wir gerade fertiggestellt haben, da haben wir für den Ausbau eben das komplett von Anfang an eingesetzt gehabt. War immer ein bisschen kleineres Projekt, aber in Zeiten von Corona umso schwieriger. Zwei Bauplätze, zwei getrennte, in der Mitte war noch eine fremde Baustelle, die mehr oder weniger schon fertig war. Ja, da sind die Mieter eingezogen, während wir vorne und hinten im Rohbau waren. Das war eine sehr anstrengende Situation für alle Beteiligten. Und wenn man den tatsächlichen Baubeginn und das Corona-Monat, wo der Baustopp abzieht, hatten wir da auch nur 18 Monate zur Gesamtfertigstellung des Objekts schlüsselfertig. Haben wir auch geschafft, hätten wir ohne digitale Unterstützung und ohne diesen Team-Spirit, ohne diese Teambildung, meiner Meinung nach nicht bewerkstelligen können. Ganz kurz nochmal zum Schluss, ich hoffe, ich habe noch nicht allzu viel überzogen. Die Vorteile aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung, weniger administrative Tätigkeiten, also der Schriftverkehr, speziell was das Thema Behinderungen, Verzug, bla 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 angeht, beschränkt sich auf ein Minimum. Wenn ich schätzen müsste, wären wahrscheinlich sicher 30-40% weniger Mails sind dadurch entstanden. Die Kommunikation wird verstärkt durch die Positionsbesprechung und auch durch das mobile Gerät. Da geht einer hin, hast du freigemeldet? Wo hast du nicht freigemeldet? Meld frei. Das verstärkt trotzdem die Kommunikation, auch wenn man es nicht glaubt am Anfang. Dadurch kommt es zum Abbau von Misstrauen. Die Firmen reden miteinander, vertrauen sich. Man muss noch Gemeinsamkeiten suchen, gemeinsame Projektziele definieren und in den Vordergrund zu stellen. Und das Ganze schafft natürlich Transparenz. Ja, jeder weiß Bescheid, es gibt keine Bufferzeiten mehr, es wird nichts in der Hinterhand gehalten. Jeder weiß von Anfang an, was er wann zu liefern haben und in der geschulterten Qualität. Danke sehr. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen Dank. Sie dürfen auch gerne gleich hier oben bleiben.